Da stand irgendwas gerade von Alkoholtest. Ich konnte es aber nicht schnell genug lesen. Alter Waldschrat, absurd. Alter, was ein Absurd. Blaues Muttergehen. Hä? Ich drück gerade überhaupt nichts. Ich geh mal raus hier. Ich habe gerade nichts gedrückt, ich habe nur die Maus bewegt. Irgendwie wollte es nicht so. Ja? Können wir mit ihr nochmal reden? Nee. Aber, andere Frage. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Sie hat nämlich Schöllkraut, wie ich es mir dachte. Aber nein, ich kaufe es jetzt nicht. Das könnte ich nicht. Niemals. Ist das kleine Quenklüfe? Wird in einer freien Fassung eines Ausrüstungsgegenstands platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Aber oh, die kostet so viel. Die kostet so viel. Was ist das? Optima. Nee. Naja, gut. Leb wohl. Leb wohl. Gut. Gehen wir mal raus. Mit Lena hat es scheinbar nichts getan. Was ist bei euch? Hallo? Hm? Welche Gegner? Nee. Das sind nur Plötze. Oh. Plötze könnt ihr keine Angst haben. Das bezweifle ich, dass ihr vor Plötze Angst habt. Komm schon, Plötze. Berg hoch, genau. So, was haben wir noch? Wir sind Stufe 3 mittlerweile. Oh, 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 Moment. Stufe 3, da sagst du was. Erhöht den Überdosis-Schellenwert von Tränken. Vergiftete Klingen. Ruhige Hand. Rezept der Stufe 1. Erhöht maximal eigene Vergiftung um 1. Und wird 0 über Zeit automatisch verlangsamt. Wird Gegner einen Konter wird über 0. Hä? Raff ich jetzt gerade nicht so wirklich. Braun. Ich glaube, ich nehme das Braun. Das ist ganz interessant. Ja. Und wir können, nehme ich dadurch 50% Vitalität gewinnen. Was, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist. Komm schon, Plätze. So. Andererseits habe ich auch gerade... Ah, Bestarium-Eintrag, Wölfe. Hundeteig. Oh, guckt euch den mal an, der süße Wolf. Ja, du wurdest mir als Feind angezeigt. Du hättest ja auf jeden Fall was gerissen. Ach nein, hier wollte ich gar nicht hin. Quest, da war ich doch gerade. Da waren Quests. Hier wollte ich hin. Die Bestie von Weißgarden. Vielleicht sollten wir diese Folge die Bestie erledigen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist Stufe 6. Das warten wir noch ein bisschen. Was ist das? Die kleine Schachtel, die kaufen wir entweder. Herausfinden, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Im Kampf gefallen. Finde Dune Wildenwert und Sammlung von Quintkarten. Ich glaube, wir machen das mal gerade. Ich will noch nicht mich mit dem Greif anlegen. Sondern auch vorher so kleine Sachen erledigen, die wir auch erledigen können. Wölfe! Ach schön. So. Schauen wir doch mal, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Aber zuvor können wir hier looten. Uah, das brennt ja das Fass. Boah. Oh, hier sind die Spuren. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. So, was haben wir denn hier im Sumpf? Moment, wo wir gerade hier sind, ne?
Oh, ein Schallkraut, sehr schön. Jetzt können wir, glaube ich, die Bienen haben. Genau, die Honigbar mitnehmen. Da ist der Wagen. Da ist der Wagen. Finde die kleine Schachtel. Da sind Ertrunkene auf jeden Fall. Moment. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Ja, das sollte ich. Was ist das denn? Ah ja, hier ist noch so eins. Nehmen wir alles auf jeden Fall. Ich finde es auch geil, dass die Bäume so teilweise dann verkohlen. Schon echt geil. Auf jeden Fall schon Style. Zwei Honigwaben. Ist hier irgendwas? Sehe dich beim Wagen mit Hilfe der Hexen nach Hinweisen auf den Angriff. Habe ich ja gemacht. Aber gut, ich kann auch noch mal machen. Ah ja, das ist der Typ noch. Pferd wurde auch erschossen. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Nee. Andererseits. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Ich vermute, er lügt. Was? Ihr seid Level 4? Oh, nee. Wow. Komm her. So, die gehen, sag ich mal. Also einfach sind sie auf keinen Fall. Ja, was haben wir denn eigentlich da hinten rumliegen? Ja, Kräuter, ne? Ja, Werbeaufruf und so. Naja, können wir mal mitnehmen. Schaden kann es nicht. Schallkraut, ach, das kann auf keinen Fall schaden. Finde mit, ach, die kleine Schachtel, so. Es fehlt uns noch diese blöde kleine Schachtel natürlich. Kann ja eigentlich nicht so weit weg sein. Die bei ihm. Ah ja, guck mal. Schau mal einer an. Da ist die kleine Schachtel. Verschlossen. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Gibt dem Kaufmann das zurück? Kann ich nicht selbst reingucken, was da drin ist? Was bist du denn da plötzlich? Sieht sehr unbeholfen aus. Sehr unbeholfen aus. Ja, ich würde sagen, wir reiten mal zu dem Kaufmann. Langsam. Ach, du sitzt hier. Das ist ja easy. Aber Moment. Ich würde gern... Kann ich? Nee, ich kann nicht reingucken. Schade. Das wäre auch zu schön. Aber Moment, wir sind doch Level 3. Haben wir da nicht noch einen Punkt zum Verteilen? Nee, verbrauchte Punkte 0. Schade, stimmt. Wir haben ja Level 1 mehr angefangen. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst.
Menschen. Man kann sie nur hassen. Oh, der lädt aber sehr lang gerade. Hey! Komm schon! Hinterher, Blötze! Oh, 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 Kleiner. Verdammt, bist du hässlich. So, ich muss nur kurz warten. Langsam. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer, 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament... Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier... Das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests Andenken. Gut. Ja, ich mag die Nilfgaarder leider auch nicht, deswegen musste ich so handeln. Will man nicht mit Besen sprechen. Was haben wir denn noch? Finde Dune Wildenwert. Wo war der denn? Und vor allem, was haben wir hier? Ach, der ist hier hinten. Scheiße. Ich geh jetzt erstmal hier hin. So. Plötze, wir haben einen neuen Auftrag. Darüber. An dem Moment. Ah! Darüber. Wir müssen ja unserem Schildchen folgen. Oh, fuck it. Ein Ghoul. Komm her, Kleiner. Schwere Angriffe ziehen ein bisschen. So, komm her. Jetzt kommt noch ein Wolf, oder was? Oh. Ach nein, wie cool. Fahrgewandt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Hilf, Leute! Ein Mörder! Besser. Da hinten ist noch einer. Verdammt, bist du hässlich. So. Hier ist doch nichts mehr. Ich habe doch alles erlegt. Beruhigt euch also. Warum hat er eben bei dem Talg. Kann ich hier nichts machen? Peter! Alter. Wow! Deine Augen! Die sind wie die von meiner Katze. Sachen gibt's. Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsterne, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf Schaden deiner Waffen. Achso, Schleifsterne können wir eigentlich benutzen.
Moment. Was ist das? Ist das noch ein Pudel? Das könnte ein Ghoul sein. Ja. Aber erstmal gehen wir zum Schleifschrank. Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Schön. Hallo. Hi. Hallo. Ich finde es cool, dass wir so ein Dorf befreien können. Sorry. Das ist sehr geil. Oh, hallo. Und, Wie geht's dir? Eleganter Sprung von Geralt. Das sollten wir nicht. Guten Tag. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Na gut, da gibt's hier halt nicht auf. Aber hey, ich gehe trotzdem in dein Haus. Zu gucken, was hier drin existiert. So viele Sachen gibt es. Regel, kann man mal gebrauchen. Druidenerz, Silberbarren. Was habt ihr denn hier drin? Ja. Wesens Fleisch will ich jetzt nicht haben. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass das Böse verschont. Heute ja. Habe ich ein Stück Brot bekommen. Woher kommst du? Sehr gut. Woher kommst du? Hallo. Ich glaube, wir können mit ihm interagieren. Hallo. Also mit ihm. Kaufmann. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Schauen wir doch mal, was er hat. Aber ich würde auch gerne Waren verkaufen. Weil es Waren sind, die ich nicht brauche. So, wir sind bei 15 mittlerweile Gewicht. Oh, das geht eigentlich. Er hat noch Kronen. Ah, da sehen wir es. Kronen. Was hast du hier? Reines Silber. Kann man eigentlich nie genug haben. Kann man nie genug haben. Andererseits, Hinterbein. Oh, fuck, das kostet 1,21. Willst du mich verarschen? Weg. Nix da. Leb wohl. So. Ich finde das interessant, dass du das befreit hast mit dem Dorf. Ist cool. Freut mich irgendwie, dass so eine Möglichkeit existiert. Ja. So, dann wollen wir mal. Da müssen wir nicht mal hinreiten. Wir können ja hinreisen. So. Wir müssen, wo war's? Hier, zerstörtes Dorf. Zerstörtes Dorf. Es tut mir leid. Wir suchen später nach Bastian, wenn es sicher ist. Bist du Dune? Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Moment, ich wollte die 1. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden, dann bezahle ich dich. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Alles klar. Was hat er für eine Empfehlung? Im Kampf gefallen, ja. Den folgen wir mal weiter, der ist doch interessant. Gehen direkt mal mit dir mit, Dune. Boah, alles aufsammeln, was wir finden können. Kann man nämlich nicht genug von haben. Komm, Hundi.
Ich würde gerne wissen, ob wir die runterschlagen können. Du könntest die aufsammeln, da war ich zu schnell. Ich gehe mal schon mal zu den Hügel. Moment. Was ist das? Warte, Moment. Ist das für ein Symbol? F. Monsternest. Okay. Ich würde sagen, nächste Folge gucken wir uns mal das Monsternest da unten an. Vor allem, was für ein Monsternest das ist. Ich hoffe, das ist nicht der Greif. Weil sonst bin ich schnell wieder weg. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.